bei der Trans-PRK die Risiken der Operation, das ist Entzündung, Infektion, da bekommen Sie schon antibiotische und kortisonhaltige Tröpfchen während und nach der Operation, Überkorrektur und Unterkorrektur. In diesem Fall warten wir hier zumindest 6 bis 8 Monate, bevor wir eine Nachpolitur vornehmen können. Erhöhte Lichtempfindlichkeit, das sind sogenannte Lichthöfe um die Lichtquellen. Ihre Behandlung wird extrem individuell gestaltet, das heißt angepasst an Ihre Pupillengröße, angepasst an Ihren Hornhautdurchmesser, damit die Qualität der Behandlung so hoch wie möglich ist. Es geht letztendlich darum, damit Sie so gut wie möglich nach dem Eingriff sehen werden. Wie bei jeder Augenlaseroperation kann man trockene Augen bekommen. Diese ist meistens vorübergehend. Falls Sie vermehrte Probleme mit der Trockenheit haben sollten, bitte kontaktieren Sie uns umgehend. Bei der Trans-PRK können auch noch Hornhautnarben entstehen. Es ist selten, kann aber vorkommen und es ist häufig mit Korrektur von gewissen Sehfehlern verbunden. Deswegen versuchen wir eben auch Korrektur von komplexen Sehfehlern mit dieser Methode zu vermeiden.